Ich habe 100 Pokémon-Fans 5 Fragen gestellt. Zwei Teams müssen jetzt die häufigsten Antworten auf diese Fragen erraten. Je öfter eine bestimmte Antwort gegeben wurde, desto mehr Punkte bekommt das Team. Und welches Team am Ende am meisten Punkte sammeln konnte, gewinnt. Wenn ein Team jedoch 3-mal daneben liegen sollte, dann ist es für die aktuelle Runde disqualifiziert. Bisher war euer Support immer ultra krank und von daher frage ich mich, können wir dieses Mal vielleicht sogar die 3000 Daumen knacken? Naja, wie dem auch sei, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Video. Wir haben auf der einen Seite heute Team Lecky Schlecky, bestehend aus Lenny und Blocky, die Favoriten vielleicht heute. Natürlich Favoriten für heute, hä? Team Toon World sieht das ein bisschen anders, mit dem guten OG Dennis und King Belex. Aber wir müssen natürlich erstmal herausfinden, wer von euch denn überhaupt mit der ersten Frage und ersten Antwort beginnen darf. Und das machen wir natürlich immer mit einer Schätzfrage. Während die Jungs nur schätzen, hau ich euch mal ein paar konkrete Zahlen um die Ohren. Bei meinem Partner Instant Gaming gibt es die besten Preise für Spiele. 35% auf Dragon's Dogma 2, 23% auf den Carpo DLC und sogar bei Guthaben für beispielsweise den Nintendo eShop oder den PlayStation Store könnt ihr echtes Geld sparen. Einfach meinen Link in der Videobeschreibung nutzen, dort findet ihr auch noch ein Gewinnspiel, wo ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen könnt und Werbung Ende. Die Schätzfrage, die alles entscheidet, ist heute: Wie viele Worte hat das Pokémon-Intro von Staffel 1 insgesamt? Boah. Ah, chillig. Ich hasse Schätzfragen so sehr, ne? Das Schöne ist, du bist nicht alleine. Ja. Du hast einen Partner. Kann der Schätzfragen? Ja gut, aber so eine Schätzfrage ist dann wiederum noch was ganz anderes. Wollen wir uns in der goldenen Mitte treffen und einfach 7000 sagen? Team Lecky Schlecky hat sich geeinigt auf die Zahl 95. Oh. Also unter 100 geblieben, zweistellig. Team Toon World entscheidet sich für die Zahl 110. Oha. Beide Teams sind nicht sehr weit weg von den Worten. Also ihr habt gut geschätzt, würde ich behaupten. Es sind aber insgesamt 99 Worte. Ach du Scheiße. Oh. Wie bitte? Oh. Ach du Scheiße. Was? Das Geist ist krank. Dementsprechend darf Team Lecky Schlecky beginnen. Wer von euch beiden möchte denn zuerst antworten? Ich gebe Blocky gerne den First Hit. Der hat die Zahl in die richtige Richtung. Das ist keine gute Entscheidung, aber ich mach das. Okay. Ich bin immer großer Fan davon, dass wir bei der ersten Frage eine Frage haben, die euch schon mal so ein bisschen eine Einschätzung darüber gibt, was für 100 Leute denn dieses Mal gefragt wurden. Ich habe 100 Leute dazu aufgefordert. Hey, nennt mir doch mal eine Pokémon-Region. Irgendeine. Mhm. Das ist ja so lost. Ich denke, ich gehe in die Oldschool-Masse rein und sage Kanto. Es gibt generell jetzt nicht so krass viele Regionen, die hier in Frage kommen, denke ich mal, ne? Also ich denke schon, dass ihr hier nicht rausfliegen werdet, indem ihr 6-mal daneben liegt als Doppelteam. Kanto ist tatsächlich dabei. Oh Wunder, oh Wunder. Und tatsächlich auch auf Platz Nummer 1. Und zwar mit 20 Stimmen, von daher da schon mal GG. Ja, gibt direkt auf. War free, aber ey, das war so free, Mann. Jetzt darf natürlich Team Toon World. Wer fängt bei euch an? Fang du an. Ich hatte gehofft, dass Kanto nicht auf 1 ist, aber stark, Jungs, guter Call. Dann sage ich mal Sinnoh, weil ich kenne ganz viele Leute, die immer mit Gen 4 kommen. Und deswegen gehe ich mit Sinnoh. Immer wieder beliebte Gen. Man muss aber sagen, dass Sinnoh auf diesem Kanal bisher so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, unterrepräsentiert ist, weil ich finde das schon sehr angemessen. Die Frage ist natürlich, wie sieht es bei den 100 Leuten heute aus? Sinnoh ist in den Top 5 mit dabei, aber passend zur Generation nur auf Platz 4, gibt aber trotzdem 12 Punkte. Ist okay. Ja. Also wir haben Gen 1 auf Platz 1, Gen 4 auf Platz 4. Wenn du weißt, was du meinst. Ein allen. Nein, ich erkenne das Muster, aber das ist so wie in der Mathearbeit. Wenn es halt immer A, B, A, B, A, B ist, dann weißt du, es ist irgendwas falsch. Es muss zwischendurch mal so einen Combo-Breaker geben. Deswegen gehe ich mit Paldea. Der Combo-Breaker. Ich gehe mit Paldea, weil es die aktuellste und ich glaube auch die im Moment halt noch am krassesten beworbene und im Gedächtnis gebliebenste Region aktuell ist. Argumentation war stimmig. Der Lösungsweg gefällt mir. Der Lösungsweg war leider aber falsch. Paldea ist nicht in den Top 5 mit dabei. Von daher gibt es hier das erste X für Team Lecky Schlecky.
damit ist Dan dran. Yes, sir. Wenn Kanto da ist, dann muss aber, dann muss auch Yoto da sein in der Liste. Deswegen gehe ich einfach ganz... Was sagt Dennis? Ja, egal. Du wirst jetzt sehen, wie Yoto jetzt... Ich werde sehen, auf die 2. Ja, du wirst jetzt sehen, wie Yoto... Maybe die 5, aber Yoto wird drin sein. Egal, musst du, sag's. Ich glaube auch, ich glaube auch. Erste Generation auf Platz 1, wir haben die vierte Generation auf Platz 4. Hier ist Yoto auf Platz 2. Lange Zeit... War es das? War es das nicht. Oh, Dennis! Ja. Sondern lange Zeit war Yoto, und ich habe ein bisschen gehofft, dass es passieren würde, weil es eine kleine Überraschung gewesen wäre, war Yoto auf Platz 1, aber letztlich doch den Kampf um Platz 1 verloren. Yoto auf Platz 2 mit 19 Stellen. Dennis, Junge! Ja? So eine Maschine, ein sein, Junge! Vertraut, so Bruder, ein Gewinner! Niemandem geschadet. So ein Gewinner! Unfassbar! Du hast ja Leute gefragt, und wie wir sehen, haben die ja schon eine schlechte Meinung insgesamt. Einal hat ja jetzt nun zwei verschiedene Namen, Englisch, Deutsch. Gilt das als eins? Ja, ja. Dann gehe ich für Einal, rein in die Masse. Also nicht für Höhn, das offensichtliche, den offensichtlichen Platz 2. Höhn ist Schmutz. Was? Was? Oh. Alter Mann, kommen Sie runter. Blocky riecht hier den Combo Breaker. Beziehungsweise, wenn es kein Combo Breaker ist, ne, dann ist es immer noch Platz 5. Tatsächlich ist Einal nicht auf Platz 5, sondern... Keine Ahnung. Ich denn in den Top 5 oder was? Oh mein Gott. Oh mein Damit Gott. Das zweite EX für Team Lecky Schlecky. Und die gute Möglichkeit. Der anstehenden Remake, dachte ich jetzt auch. Für Team Toon World hier die Führung noch krasser auszubauen. Okay, um hoffentlich Blocky für diesen L-Tick zu bestrafen, ja. Gehen wir mit Höhen. Ja, Junge. Gehen auf die Wasserrouten und surfen da entspannt lang. Wenn ich schon an diesen Taucher denke, Junge. Aber Musik war geil beim Tauchen. War zwar ätzend, aber... Musik war echt geil, ja. Geile Remakes, though. Lenny wollte Platz 2 lösen, ist nicht für Gen 2 gegangen. Blocky wollte Platz 3 lösen, ist nicht für Gen 3 gegangen. Höhn ist tatsächlich der sagenumwobene Combo-Breaker, denn Höhn ist Platz nur 5. Auf Platz 5. Oh. Mit insgesamt 11 Punkten. Er ist stark, ist stark. Ja. Ist stark, aber was ist dann auf der 3? Ich glaube, ich gehe mit Carlos. Ich glaube, der Wunsch nach Mega-Entwicklung ist immer noch strong. Und deswegen wird das mein Guess für Nummer 3. Dass der Wunsch danach strong ist in der Community, das ist ein Fakt. Reicht das für Platz 3? Es gibt natürlich noch andere coole Regionen wie Alola. Ne? Pokémon-Weltmeisterschaft ist in Hawaii, Alola, daran angelehnt. Galar, gut, sind wir ehrlich, Galar wird nicht gewählt werden. Carlos ist tatsächlich auf Platz 3 und zwar mit 13 Stimmen. Und von daher holt ihr euch auf jeden Fall nochmal wichtige Punkte. Dann haben wir einen Zwischenstand von insgesamt 42 Punkten für Team Toon World nach Runde Nummer 1 und Team Lecky Schlecky. Ich mag den Namen echt gerne, muss ich sagen. Habt ihr euch gut einfallen lassen. Mit 33 Punkten, nur knapp dahinter. Also dafür, dass ihr nur 2 Antworten gelöst habt und die anderen 3, sieht das immer noch sehr, sehr knapp aus. Und wir haben eine Regel natürlich und die heißt, derjenige, der hinten liegt, darf in der nächsten Runde anfangen. Von daher ist Blocky jetzt gleich dran. Der kann sich schon mal warm laufen. Und diese Frage könnte etwas schwieriger werden, denke ich, als jetzt einfach nur nach Regionen. Und zwar war die Frage, nennt mir doch mal ein Paradox-Pokémon. Boah, das ist schwierig. Ich glaube, eins der meistgesehenen ist Flutterhaar. Ich glaube, Riesenzahn könnte eins der beliebtesten sein. Boah, ich gehe für Flutterhaar. Bevor du es einloggst, hier nochmal kurzer Hinweis. Wir suchen dieses Mal eine Top 6. Aber okay. Das ändert wahrscheinlich an deinem Pick. Das ändert alles. Ich gehe für Eisenpick. Das ändert alles. Flutterhaar ist im VGC ein Pokémon, an dem es, quasi seit es dabei ist, kein Vorbeikommen gibt. Eben. Die Frage ist natürlich... Sind die VGC-Leute hier runter gewesen? Ja, haben die entschieden, wer auf welchem Platz ist? Zumindest ein paar, denn Flutterhaar ist auf jeden Fall in den Top 6 mit dabei. Allerdings im Mittelfeld und zwar auf Platz Nummer 3. Oh, ist fein. Mit insgesamt 11 Stimmen. Ist fein. Was ist in deinem Kopf? Was glaubst Riesenzahn du? Ist in meinem Kopf. Also Flutter und Riesenzahn. In meinem auch. Deswegen, also ich würde auf jeden Fall für den Call gehen. Wir loggen Riesenzahn ein. War einer der Titanen. Riesenzahn ist... Dabei knapp auf Platz Nummer 6. Was? Oh, Riesenzahn, Loserzahn. Was? Loserzahn. Gibt euch immerhin aber 7 okay, Punkte. Danke. Boah, es ist alles eng beieinander. Okay. Ich habe jetzt 2 Ideen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, welche davon plausibler ist. Ich
würde trotzdem aber nach Riesenzahn. Ich weiß nicht, ob Eisenrad dann mit in der. Aber ich würde erstmal auf Eisenrad gehen, glaube ich. Ich gehe nicht auf Eisenrad. Das kein guter Call. Meinst du nicht? Nee, ich bin. Nee. Wenn Riesenrad schon mit drin ist, dann erinnert man sich. Also, ja auch die ersten, ich ist letztlich deine Entscheidung. Lass mich ganz kurz nur mal das Feld klären. Niemand hat Eisenrad jemals beachtet. Oh, ja, das stimmt, aber ich glaube, wenn man so daran zurückerinnert wird. Ja gut, okay, nee, dann gehe ich aber mit Eisenhand. Komm. Eisenhand ist, ja, das ist besser. das ja, geht durch hier. Ja. Wenn es jetzt doch Eisenrad später ist, ne, dann geht das auf beide Kappe. Eisenrad auf die Eins. Nein, oh mein Gott. Jetzt ist natürlich die Frage, Blocky hat vorhin schon bei der Schätzfrage in die richtige Richtung korrigiert. Korrigiert er dieses Mal auch in die richtige Richtung? Wir hatten auch schon eine Folge mit ihm, wo es eher durchwachsen war. So kommst du mir jetzt nicht. Eisenhand. Und Eisenhand ist ebenfalls wie Flatterhand Pokémon, was sehr, sehr viel im VGC dabei war, aber mittlerweile auch verschwunden ist. Reicht dennoch für eine Platzierung, und zwar Platz Nummer 2. Oha. Eisenhand auf 2 mit 14 Punkten, okay, die sich Team Lecky Schlecky hier einverleibt und damit sogar in Führung ist jetzt. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte auch nicht erwartet, dass er auf der 2 landet. Ja. Auch eher mit der 4 maximal gerechnet. Wir können den Donnersichel einlocken, oder? Ja, der, den habe ich auch. Ja, ich habe hier, hab hier die Playmate mit dem vor mir gerade liegen, also gehen wir auf Donnersichel. Blocky verzieht das Gesicht. Und nickt. Lenny nickt. Ihr beide wart euch sehr einig. Scheint nicht der schlechteste Call zu sein. Laut euch. Aber er wurde nur zweimal gewählt. Schade. Aber Donnersichel ist tatsächlich mit nur einer... Nein. Donnersichel ist auf Platz 1 mit... Ja, Junge. 15 nice. Stimmen. Ich überlege, ob ich auf eins von den ganz neuen oder von den neuesten Paradoxformen gehe oder lieber doch ein älteres nenne. Ich weiß nicht, wie beliebt er ist. Ich gehe für Eisenbündel, glaube ich. Botugel in krank und krass dachten sich insgesamt 8 Leute auch. Und dementsprechend Platz Nummer 4. Oha. Tatsächlich die meisten Punkte nochmal geholt hier. Strong. Bisher auch noch kein Fehlversuch von euch, also ja, von keinem Team. Finde ich stark. Also ich bin echt überrascht, dass die Neuen so wertlos sind in bei den 100 Leuten. Also das Witzige ist, ich hätte jetzt auch Eisenbündel gesagt. Oh Mann, aber dann bleib doch potenziell trotzdem bei Eisen. Und ich bleib auch bei Eisen und gehe auf die Playmaschine, glaube ich. Weil ich glaube auch, der Krieger ist am Start. Top, ne? Und den Eisenkrieger bekommen. Den Commander-Krieger. Genau. Commander-Krieger. Ja, man, Grüße gehen raus an der Stelle. Das ist wirklich der Einzige, den ich mir da noch vorstellen kann. Mhm. Wenn der jetzt nicht in 5 ist, dann ist... Blocky hat den Kopf geschüttelt. Du hast noch einen anderen, der da stehen könnte. Mhm. Ich muss sagen, ich habe angekündigt, dass diese Kategorie wahrscheinlich schwieriger wird als die Regionen-Frage. Scheinbar nicht. Eisenkrieger ist komplett richtig. Und ich glaube, das ist... Danke an Play Pokémon erneut. Let's go, ja, Mann, Alter. Mit 7 Punkten. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir ein Board komplett clean, ohne Fehlversuch, vervollständigen können. Ohne Scheiß, ja. Nächstes Ziel ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 in der richtigen Reihenfolge von vornherein. Das hättet ihr mit Kanto, Johto und so weiter vielleicht hinbekommen können. Was hattest du noch im Kopf, Blocky? Was hättest du gedacht, ist da noch oben? Ich dachte ehrlich gesagt zumindest sowas wie Keilflamme, scheinbar. Nee. Es gibt auf jeden Fall noch einen Fun-Fact zu dieser Paradox-Geschichte. Die Leute haben wieder Pikachu reingeschrieben, oder? Es geht in die Richtung. Ja, es geht in die Richtung. Die sind aber Paradox-Pokémon. Ja, die sind Paradox-Pokémon. Ja, ich glaube, Coradon hat auch eine Stimme, ja. Aber nein, das Pokémon Eisenflügel hat insgesamt 3 Stimmen erhalten. Und Eisenflügel existiert nicht. Es gibt kein Pokémon, das Eisenflügel hat. Ich wollte sagen, hey, wer ist denn das nochmal? Aber zumindest gibt es Kriechflügel, ja, also. Ja, Kriechflügel, ja. Die haben Kriechflügel und Eisenfalter einfach fusioniert. Und Eisenhals und irgendwie kam Eisenflügel ja, raus. Ja, Mann, da hat jemand auch einfach am Boot schreiben können, die Idee jetzt. Ja, also, dass das vorkommt und passieren kann, okay, aber 3 Leute von 100, die Eisenflügel da reinballern. Schon krass. Crazy. Respekt. Respekt. Nicht schlecht, Leute. Stellt euch vor, 4 Stimmen mehr und der wäre einfach hier in der Liste drin gewesen und der hätte keine Chance gehabt, den zu machen. Aber hey. Das wäre echt geil gewesen. Eines Tages wird das passieren. Wirklich? Eines Tages. Wir sind jetzt bei einem Zwischenstand von 66 Punkten für Team Lecky Schlecky und knapp voraus
Team Nummer 2, Team Toon World mit 71 Punkten. Ich bin mal gespannt, wie ihr zu dieser Frage oder Aufforderung steht. Ich habe nämlich wieder 100 Leute gefragt. Ey, nennt mir doch einmal ein Pokémon mit verschiedenen Formen. Und Team Lecky Schlecky darf natürlich wieder beginnen. Du Hund, du Elender. Zählen auch unterschiedliche Entwicklungsformen und also alles mögliche Formen, ne? Also Formen sind Formen. Wenn die da reinschreiben Mario, dann Mario. Ja, der mit der weißen Mütze und der mit der grünen Mütze. Richtig, und, richtig. True, tatsächlich. Zumindest verschiedene Formen, ja. Ich sag einfach mal Glurak, weil es so ein ewiges Meme ist, dass Glurak so unfassbar viele Entwicklungen und Formen bekommen hat und so. Der hat sogar 2 Mega-Entwicklungen und schießt mich tot. Und wir haben auf jeden Fall 7 Platzierungen, das heißt, die Chance, hier einen Hit zu bekommen, ist nicht so gering. Angesichts der breiten Auswahl, die es natürlich aber gibt bei dieser Frage, kann das dennoch mal passieren. Und es passiert. Glurak ist leider nicht mit dabei in der Top 7. Damit kann Toon World Platz 1 sich sichern oder natürlich auch einen der unteren Platzierungen bekommen. Ich finde, Lennys Call war eigentlich nicht schlecht, aber ich gehe jetzt von diesem ganz, ganz bekannten bisschen weg. Und was er gesagt hat mit Casual Play, versuche ich meinen Hit, ist ein bisschen älter, das heißt, es könnten die Leute kennen, ich gehe mit Formeo. Oh. Das war mein allererster Gedanke. Ich hab's gedacht, weil du gesagt hast, so mit Spielen und dies, das, Casual Playthrough. Da steckt ja das Wort Form schon drin. Mhm. Der muss natürlich auf dieser Liste sein. Ist aber auch sehr nischig, ne? Also wer zum Teufel kennt Formeo noch? Ja. Scheinbar sehr, sehr viele Leute, denn er ist auf Platz 1. Ja! Der ist so geil! Jawohl! Okay. Oh mein Gott! Aber da liegt Formeo! Sehr gut. Aber das Feld ist weit gefächert, das kann ich euch schon mal so viel sagen. Es sind insgesamt nur 35 Punkte. Ach du Scheiße, wie bitte? Was? Formeo ist mein Lieblings-Pokémon, hä? Erstmal Formeo Shiny hatten nach der Aufnahme. Krank. Das war für mich die krasseste Überraschung, glaube ich. Ich auch nicht deutlich gedacht. Formeo dabei war. Ja, ich habe nie was gegen deine Community gesagt. Doch, Formeo gedacht. Ich denke immer zu kompliziert. Boah. Mir ist was anderes zuallererst in den Sinn gekommen, als ich Form gehört habe. Und zwar mein guter Freund Rotom. Ich gehe für Rotom. War in der letzten Folge auch tatsächlich einfach nur so als Frage mit dabei. Hat verschiedene Formen. Mhm. Ist auch immer mal wieder relevant. Und dementsprechend. Ich finde es auch gut für die Spannung. Ist Rotom auf Platz 2 mit dabei? Sehr gut. Aber. Mit 2 Stimmen. Mit gehörigen 5 Stimmen. Mit einer Stimme mehr als Eisenflügel. Nein, immer noch mit 4 Stimmen. Mit 4? Vielen. Ach, vielen. 4! Aber. Halt nur ungefähr einem Drittel von dem, was Platz 1 hat. 13 Stimmen. Das ist krank. Ja, immerhin etwas. Und da sieht man, glaube ich, den Abstand, den Formeo da hingelegt hat. Das ist crazy. So krass, ich hätte das nicht gedacht. Formeo Gaming auf einmal, hä? Ja. Ich habe 3 Pokémon, wo ich mir vorstellen kann, dass die auch da drin sind. Die Frage ist, auf welchen gehe ich jetzt zuerst? Ich sag ein Fehlversuch. Icognito kann ich mir vorstellen. Oh, das ist ein sehr, sehr guter Call, sag ich. Ja. Habe ich nicht dran gedacht. Ich habe aber auch nicht an Rotom gedacht. Jetzt loggen wir erstmal Icognito ein und gucken, was passiert. Ist natürlich ein Form-Pokémon, hat sehr, sehr viele verschiedene Formen. Unter anderem eine Fragezeichen-Form ist Icognito hier also drin, Fragezeichen. Nein, ist er nicht und damit das erste X, ich glaube, generell am heutigen Abend für Team Toon World. Ja. War aber guter Call, wirklich. Ich glaube, schlechte Calls, ja, kann es schon geben, aber bisher fand Pikachu ich... Pikachu bei nennen ein Pokémon außer Pikachu. Ich wollte aber gerade legit mit dem Pikachu-Guess gehen, weil es diese vielen Cosplay-Pikachus gibt und Ash-Pikachu und was weiß ich noch, Pikachu und generell Pikachu und Pikachu halt. Pikachu hat die Cosplay-Formen, hat eine Gigantamax-Form bekommen. Ja, und generell bekommt er natürlich auch hier und da dann einfach mal so irgendwie ein Outfit, ist hier ein Maskottchen, hier das. Kann man sich schon vorstellen, ist tatsächlich, aber nicht mit dabei. Krass. Mann. Der Teaser, Mann. Tatsächlich. Das macht mir auch so crazy, Mann.
Und ich glaube, ich nehme Mon, das hat seine Lobby, wie Formeo. Vielleicht. viele vergessen es, aber Meteno ist mit dem DLC auch wieder dazugekommen. Meteno könnte, maybe, weil Timo zockt, aka Razer Data, der ist ja auch ein Befürworter und der hat vielleicht viele Casual-Fans, die du gefragt hast. Ja, mit Timos Community gebe ich mich in der Regel nicht ab und dementsprechend ist Meteno hier auch nicht mit dabei. Von daher zweites X für euch. Der letzte Try. Ja, das setzt mich ein bisschen unter Druck. Ich glaube, dass zum Beispiel Giratina ein Ding wäre, aber Deoxys könnte auch ein Ding sein. Lenny, hast du irgendwas, was du, wo du gehen würdest für? Ich bin etwas aus der Bahn geworfen, dass Pikachu nicht mit dabei ist. Auf Giratina bin ich zum Beispiel gar nicht gekommen, aber ja, das hat ja auch zwei unterschiedliche Formen. Deoxys wäre auch einer meiner Guesses noch mit gewesen. Am Ende ist es so ein Random-Ass-Shit wie Radikal, Digga. Ja, also du musst dir auch denken, so, es sind schon irgendwie 48 Punkte weg und dann ist so Platz 3 mit 7 Stimmen oder sowas und die anderen mit 6, 5 oder sowas. Eins habe ich noch. Eins, wenn das nicht mehr dabei ist, dann bin ich raus. Ich habe auch noch einen Safe Call. Ja, ich habe auch noch einen Safe Call. Ich würde safe auf Evoli gehen. Evoli? Das sind aber keine Formen, oder? Ja. Aber es wird als Form, also ich finde schon, dass es häufig als Form interpretiert wird. Also, Bro, wir haben 3 Stimmen für Eisenflügel, ja? Für Pokémon, die nicht existieren. Ich wollte gerade sagen, also. Ja. Also, ich finde es auch nicht abwegig, dass Evoli drin steht, aber ob das jetzt hier in den Top 7 mit drin ist. Ich fühle mich sehr unter Druck gesetzt. Ich finde, Evoli ist grundsätzlich. Ja, aber nee, ich gehe für Giratina. Giratina, definitiv Formwandler mit der Urform und der Wandelform. Mit Legenden Arceus auch vielleicht noch in den Köpfen drin. Auch die Remakes waren ja vor kurzem erst. Giratina ist nicht mit dabei. Damit das dritte X und die Chance, das komplette Board noch zu lösen, wenn ihr jetzt keinen Fehler mehr macht. Okay, pass auf. Was ist dein Guess? Was ist jetzt dein kranker Guess? Für mich muss Quajutsu mit dabei sein. Das war das allererste, was ich sagen wollte. Yeah. Dann kam Lenny mit Glurak und dann habe ich Quajutsu ganz weit weggeschoben. So. Ich glaube, wenn Pokémon, wenn ich höre, nenne ein Pokémon in verschiedenen Formen, ich würde nicht auf G-Max und so kommen. Ich weiß, was du meinst. Die assoziieren, genau. Ich glaube, die Leute assoziieren wirklich so, okay, Formwandler und keine Mechanik so. Ich finde Blockys, Deoxys Call echt Deoxys stark. Ist auch auf meiner Liste. Deoxys ist auch auf meiner Liste. Sehr, sehr stark. Danke. Und ich glaub, das ist auch mein und Flobert vielleicht hat so auf die Liste geblickt und dann Legenden Arceus erwähnt und vielleicht den Kollegen vom Arceus. Cover mit seinen 18 Millionen Formen. Ja, auch. Also ich sag, ich fühle Quajutsu an sich, aber ich glaube, die Oxys fühle ich mich sicherer. Mein Herz sagt eigentlich Quajutsu. Also. Ja, wegen Battlebond, ne, dein Herz. Ja, oder? Und nein, nee, Quajutsu ist halt auch so ein beliebtes Mon. Ich würde Deoxys callen, aber dann nicht sauer sein, wenn Quajutsu drin ist und Deoxys nicht. Nee. Ja, komm, wir machen Deoxys wird dabei sein und dann wollen wir Quajutsu ein, wir sind alle glücklich. Entspannt. Und jetzt freue ich mich aufs Los, Fresh. Wenn das der Fall wäre, wäre Blocky, glaube ich, nicht so glücklich. Stimmt. Von daher alle, ist ein starkes Wort. Okay. Deoxys hat Stimmen bekommen. Ja. Und zwar 4. Boah. Das ist Platz 7. Das könnte für Platz 7 echt reichen. Platz 4 oder so sein, ne? Pass auf. Ein mehr als Eisenflügel. Und Deoxys ist mit 4 Stimmen auf Platz 4. Was? Was? No way! What the action? No way! Eisenflügel wäre Digga. In der Top 7 gewesen. Nee. Das geht doch nicht. Hey, geht das überhaupt auf? Warte mal. Wenn wir gescannt? Also, nee, gut, vorbei. Ja, doch. Ja, es können ja ganz viele mit einer Stimme sein. So. Ja. Damit habt ihr 4 weitere Punkte geholt, habt aber immer noch euer Leben, während Lenny und Blocky raus sind. Das heißt, ihr dürft erneut euch entscheiden. Quajutsu oder Legends? Oder Kurio, gell? Nee. Ich sag Quajutsu. Kronjuwild, aber ganz im Ernst, wenn jemand Kronjuwild schreibt, dann nehme ich die Punkte auch gar nicht an. Also das ist ja auch einfach skrupellos. Es gibt auch Grenzen irgendwo, ist richtig. Genau. Ja, also er wird dabei sein. Es geht jetzt auch. Der Legends Boy wird dabei sein. Also guck mal, wie wenig Punkte noch übrig sind. Ja, eben, ehrlich. Das ist
Wir sagen Arceus, Arceus, Arcus. Hat sehr viele Formen, die natürlich nur so Nuancen sind, so ein bisschen andere Farbe, ein bisschen. Aber sehr wenig Stimmen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viele Stimmen er hat. Er ist nicht in den Top 7 mit dabei. Von daher ist das hier das dritte X. Boah, ich hätte das auch, ausgeschieden. Hätte das auch nicht als Form betitelt, ehrlich gesagt. Ja. Finde ich auch sehr schwierig. Das wäre. Wäre schon sehr weit. Also dann schon eher die Evoli-Entwicklung. Aber apropos Evoli. Ist nein! Ein, ne? Nein! Pass auf! Platz 3! Nein! Er hat auch G-Max! Niemals! Evoli hat auch eine G-Max, muss man dazu sagen. Ja! Evoli ist auf Platz 3. Und Shaman ist auf Platz 6, pass auf. Nee, Kaiutsu wird noch dabei sein. Evoli ist auf jeden Fall auf Platz 3. Theoretisch ist Evoli ein Formwandler, weil es halt die Gigantamax-Form hat. Ich glaube, niemand hat Evoli hier reingewählt wegen der Gigantamax-Form, sondern wahrscheinlich, wie Lenny sagte, wegen den Evolutionen, ne, Aquana, Notara, bla 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 bla. Evoli hätte insgesamt mit Platz 3, und ich finde, dass das nochmal zeigt, wie krank Formeo war, mit 5 Punkten gegangen. Und jetzt kommt nämlich noch Kronjuwild. Pass auf. Ja? Auf Platz 5 haben wir Kronjuwild. Nein. Hey, ich warte immer noch auf den Sezo Joke. Kids. Ich warte nur, was? Das war kein Joke? Ich hab Nein. das. Kronjuwild und Sezo Kids, meine Arzt. Ist das schwach? Hä? Mich am Arsch. Sag mir jetzt nicht, dass Kaiutsu nicht dabei ist. Auf Platz 6 ist ein Pokémon, was, glaube ich, nie genannt wurde. Oh. Wo ich aber nachvollziehen kann, dass es mit drin ist: Ogapon. Und Zoroark. Und zwar Vivillon. Oh ja. Oh ja. Mit ja. 3 Stück. Den sehe ich viel mehr als Evoli, Digga. Und dann für mich. Nach Formeo im positiven Sinne, so, also hat für mich Sinn gemacht und so, aber dass der so viele Stimmen geholt hat, crazy. Pan auf mir. Platz Nummer 7, eine absolute Million. Überraschung. Okay, kein Kreuz. Vulnuna. Oh, hä? Oh, einfach so? einfach so. Gut. Also klar, es gibt Vulnuna und Alola Vulnuna. Es gibt halt so viele Alola-Formen. Hä? Richtig. Also, Vulnuna für mich auch ein bisschen random hier, aber... Also ich bin echt sauer, dass Meteno nicht da drin ist und Kronjuwild und Sezo Kids. Das ist schon echt gut. Ich bin echt sauer, dass Evo die Platz 3 ist. Das ist auch nicht sauer. Weil ich heute Nacht nicht schlafen könnte, Digga. Also... Ich fand sehr schön, dass ihr Evoli und Deoxys genannt habt und seid dann doch für Giratina gegangen. Es wären auf jeden Fall noch ein paar Punkte drin gewesen. Aber wie ihr schon gesagt habt, es ist nicht mega viel. Fun Fact zu dieser Frage. Insgesamt haben die 100 Leute 39 verschiedene Pokémon genannt. Also die waren auf jeden Fall gut kreativ. War Shaman einmal dabei? Ja, einmal war Shaman mit dabei. In den Top 100. In den ersten 100. So echt. Damit haben wir ein Zwischenergebnis von 79 Punkten für Team Lecky Schlecky zu 110 für Team Toon World. Das ist ein großer Abstand. Aber ihr dürft natürlich wieder beginnen. Noch haben wir 2 Fragen offen. Vorletzte Frage. Ich habe tatsächlich auch mal ausnahmsweise gefragt und nicht nur aufgefordert. Und zwar, welchen Pokémon-Professor magst du am meisten? Aber ich kann schon mal vorweg spoilern. Professor Eich hatte sehr viele Stimmen, weshalb ich 200 Leute gefragt habe und Professor Eich aus der Liste gestrichen habe. Okay. Ansonsten wäre Professor Eich sehr broken gewesen. Echt? Okay. Also habe ich 200 Leute gefragt. Professor Eich, deutsche Formio. Das nennt man, deutsche. Das hat bestimmt irgendeinen Namen. Also wir suchen 200 Stimmen, sehr, sehr viele davon gehen an Professor Eich. Aber wer ist abseits von Professor Eich Platz 1? Wie viele sind in der Liste? 5 oder 6? Es müssten 5 sein. Das ist jetzt echt schwer. Es fallen mir halt so viele ein, aber das sind alles so unterschiedliche Bubbles, die wir sagen würden. Ich fühle das. Finden wir am besten. Ich überlege halt, ob ich echt direkt mit Futurus gehe, dem Professor Daddy, weil das so Meme-Content gewesen ist. Aber ich denke wahrscheinlich wieder zu kompliziert. Ich gehe jetzt trotzdem mit Futurus. Es gab natürlich noch einen zweiten Professor bzw. Professorin, nämlich Antiqua. Die andere, das heißt, eventuell splitten sich da die Punkte auch. Kann natürlich aber auch sein, dass sie auch so genug Punkte geholt haben, dass es gesplittet reicht. Und Professor Futurus ist auf nicht in Top 5 dabei. Das kannst du nicht machen. Wie kann man denn so arschig sein? Also, mich hat's auch getroffen, so, obwohl es gar nicht mein Leben war. Lenny jetzt irgendwie bei 3 Sachen so kurz davor den Torjubel auszupacken und dann... Nö. Ist nicht drin. Nee, Digga. Okay. Auf den Knie, so hier so den Boden rausleiden, so ein Fußball. Oh, Miro Klose Salto. Im Sitzen. Dennis RP sagt mir
den ersten Call, den du in deinem Kopf hattest. Und ich sage ja oder nein. Ich hatte den Generation 3 Professor im Kopf. Ja, okay, Abfahrt. Ja. Professor Birk. Birk. Verdammt, Birk. Digga, den wollte ich auch nehmen. Professor Birk ist in den Top 5 mit dabei. Ja, ich dachte gerade, Mann, der auch doch nicht schwer. Oder doch nicht. Und auch nicht schlecht platziert. Aber nicht auf Platz 1, sondern auf Platz 2. Stark. Mit Mann. Sehr gut. Mit wie viel? Mit 18. Oh, ist okay. Ist stark. Gut gemacht, Dennis. Okay, okay. Danke, Mann. Blocky, wer ist auf Platz 1? Moinsen. Ich weiß es nicht. Birk war der Einzige, der für mich Sinn ergeben hat, dass er in der Top 5 ist. Ich sag, Gen 5 ist nach wie vor einer der beliebtesten. Ich gehe für Gen 5. Professorin Esche. Ja. Man kann natürlich nach der ersten Frage auch so ein bisschen gehen, weil es sind ja dieselben 100 Leute, die befragt wurden. Und da war Gen 5 ja, glaube ich, nicht so gut dabei. Schafft es die Einal-Professorin in die Top 5? Professor Esche ist mit dabei auf Platz Nummer 5. Oh. Knapp, aber Punkte. Okay. Wichtig. 11, okay, 11 Punkte. Ich habe ja eine Top 5 und zwei davon sind schon mal genannt worden. Ich frage mich nur, es ist ja einfach legitim für mich die Frage, wer ist auf der 1? Boah, das ist schwierig. Ich sag Professor Kukui. Boah, als beliebtester, ne, weißt als du. Als beliebtester? Also ich sehe ich seh den in der Liste. Also, die Sache ist, ich hatte jetzt zwei, ich nenne den anderen natürlich nicht. Ich einfach ins Team tun. Ja. Ich hab doch gesagt, ich hab doch gesagt, Dreier-Team. Also, Kukui war Champion, Kukui war nervig, Kukui bleibt im Kopf, Kukui labert die ganze Zeit, Kukui ist ein maskierter, komischer Typ, der Kinder anspricht. Also, irgendwie bleibt der Typ ja im Kopf. Kukui hat einige Stimmen sammeln können. Und auch mehr als Professor Esche. Mhm. Weniger als Professor Birk. Okay. Aber auch nur eine weniger. Er ist auf Platz 3 mit 17. Stark, stark, sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Hätte ich nie erwartet, Digga. Hätte ich echt? Nie erwartet. Okay. Ich glaube, ich weiß, dass er mir auf 1 ist. Vielleicht nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich gehe mit Professor Lind. Yoto war vorhin schon auf dem zweiten Platz. Ja. Kanto ist dieses Mal nicht vertreten hier, weil Professor eigentlich gebannt wurde, zu glauben. Dementsprechend ist Platz 1 frei. Für Yoto. Die Frage ist, hat sich Yoto diesen Platz geschnappt? Die Antwort ist nein. Aber Professor Lind ist dabei auf Platz Nummer 4 mit insgesamt 12 Punkten. Okay, warte, Bedex macht jetzt Kryptosprache, ja? Die fängt den Professor in dem Kopf aus mit einem Vokal an. Ja. Als ob Bedex weiß, was ein Vokal ist, Digga. A-E-I-O-U, Junge, ich hab Lärm studiert, du kleiner Wichser. Ist der zweite Buchstabe auch ein Vokal? Ja, ist auch ein Vokal. Okay, ich würde sagen, Professor Eibe ist die Eins. Ja. Professor Eich. Eibe. Ja, der wollte hier gerade den Joke bringen. Ach so, Junge. Scheiße, hast du alles kaputt gemacht, du Dummer. Oh, Mann. Es reicht für Platz 1. Professor Eibe mit genau 20 Stimmen. Genau, ich hab ja gesagt, es gibt für mich 5 Leute, die in Frage, also 5 Professoren und alle wurden genannt, weil für mich ergibt der Rest keinen Sinn. Ich glaube, das können wir nicht mehr aufholen, oder? Also da müssen die jetzt schon richtig... Loki, du kannst alles. Denkt dran, dass ihr die Kraft des Showmasters auf eurer Seite habt. Ja, genau. Unterschätzt das niemals. Ja. Professor Eich hat übrigens so grob 50% aller Stimmen geholt. MVP. Ich habe immer noch so ein bisschen, es ging gar nicht so stark los mit Professor Eich und plötzlich so hat er dann auch mal 10 Stimmen am Stück geholt und ich dachte mir, okay, wir schieben den mal woanders hin. Fun Fact aber zu der Sache ist tatsächlich, dass die Galar-Professorin Magnolika weniger Stimmen hatte als ihre Nachfolgerin Sanya, die erst am Ende von Schwert und Schild Professorin wurde. Ja, gut, scheinbar aber, mehr im Kopf. Aber die Professorin ist auch einfach scheißegal. Die gibt dir nicht mehr die Starter-Mons. Die ist da, die sagt so, boah, ich hab keinen Bock auf die Scheiße, ich will in Rente gehen. Und dann war's das auch schon fertig. Wir sind damit angekommen bei der letzten Frage. Und mit der Macht des Showmasters, um dieses Format spannend zu halten, gibt es... Werbung. Bei meinem Partner Instant Gaming gibt es die besten Preise für Spiele. Wir machen eine doppelte Punkterunde. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, nochmal richtig, richtig, richtig viel abzustecken. Und es ist auch eine Frage, wo ich finde, dass die Antworten nicht sehr offensichtlich sind. Was natürlich bedeuten kann, dass ihr gar keine holt. Oder alle.
Also es ist alles noch drin. Ich habe auf jeden Fall wieder 100 Leute gefragt. Nennt mir eine Attacke vom Typ Feuer. Oh. Boah. Boah, willst du anfangen oder soll ich? Ich bin gerade... Ich habe eine 50-50 im Kopf, die ich nennen würde. Es gibt, also aber meiner Meinung nach gibt es eine Attacke, die definitiv dabei ist. Und eine Attacke, bei der ich mir vorstellen kann, dass die Platz 1 geht oder nur so zwei Stimmen. Komm, geh all in. Dann immer das Risiko. Ja. soll ich für Risiko gehen? Mach mal, let's go. V-Generator. Boha! Blockys Endgegner, das kam aus der Hölle. Das sind die zwei Stimmen. Das sind die zwei Stimmen. Das sind die aber zwei oder die aber verdoppelt. Schon genau, verdoppelt, genau. Es war schon verdoppelt gerechnet. Ein einziger Nerd hat gesagt, V-Generator. Und es war Blocky selbst. Okay. Willst du V-Generator einloggen? Ja, rein in die Masse, komm. Also ich wäre eine ganz andere Richtung, aber nee, ich stecke da absolutes Vertrauen rein. Ich glaube an meinen Teampartner. Wir müssen jetzt Risiko gehen, es bringt doch nichts. Ja, voll, wir gehen jetzt aber. Nee, komm, machen wir, easy going. Also V-Generator. Ja. Ey, frag noch einmal und ich entscheide mich. Wirklich V-Generator? Nein, Glut, nein. Okay. Glut wird eingeloggt und... Ich habe jetzt Seitenstechen. Glückwunsch! Und Glut ist nicht... Glut ist dabei auf Platz Nummer 3 und gibt 10 Stimmen. Verdoppelt bedeutet das 20 Punkte. Sehr gut gemacht, Blocky. Danke. Meinst du... Sag 1 oder 2? 1. Feuersturm. Dann bekommt ihr Platz Nummer 2. Let's go. Mit insgesamt 12 Stimmen, sprich 24 Punkte. Okay, Danny. So, ja. Es gibt jetzt eigentlich nur eine Antwort. Ja? Ne? Ja. Wir haben Glut, wir haben Feuersturm, ich sag Flammenwurf. Ja, klar. Seid ihr sicher? Flammenwurf auf die 1. Ja, Flammenwurf wird so die 1 sein. Flammenwurf ist auf Platz 1. Mhm. Let's go! Mit mehr Stimmen als Professor Eich. Als 100 Punkte, easy. Okay. Mit mehr Stimmen als Feuersturm Punkte bekommen hat, nämlich 26, bedeutet 52 Punkte auf das Konto von Team Lecky Schlecky. Und plötzlich ist die Sache wieder eng. Also Dennis, 74 zu 189. Dennis, du musst allein schon so sehen. Wir sind so krass, dass er doppelte Punkte einführen musste. Ab jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was 4 und 5 sein kann. Ja, dann geh doch einfach für V-Generator. Nee, ich glaube nicht, dass V-Generator drin ist. Echt nicht? Boah. Also ich hab noch 3 Sachen im Kopf, die man so machen kann. Ist die Startattacke... Oh, jetzt habe ich es. Ist die dabei? Ja. Oh, Kanonade, sagst du. Ja, komm, ich hoffe einfach mal, dass die Leute nicht faul sind. Und lock nur Kanonade ein. Meine Community ist faul. Ja. Sind faule Schweine. Ja. Natürlich. Lohe Kanonade ist nicht mit dabei. Dementsprechend das erste X. Die für suchen Team sogar nur Floh statt Nestfloh. Also Ich denke jetzt gar nicht weiter drüber nach. Ich gehe für. Doch, ich denke drüber nach. Verdammt. Also, wir haben halt Flammenwurf, Feuersturm, Glut. Es gibt noch eine Feuerattacke aus der ersten Gen, bei der ich denke, das könnte, wenn die an diese Attacken denken, könnte das mit drin sein. Ich glaube, Flammenblitz. Ich gehe für Flammenblitz. Hm. Er guckt schon wieder so. Bist du dir sicher? Nein, jetzt nicht mehr. Man ist sich Flammenblitz nie ein? Sicher bei diesem Spiel, bei dieser Community. Man weiß einfach nicht, womit man rechnen soll. Lockst du Flammenblitz ein? Ja. 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 Flammenblitz ist eine sehr, sehr starke Feuerattacke. Viele Pokémon können die. Gibt halt Rückstoß, tut ein bisschen weh. Vielleicht tut auch die Entscheidung jetzt weh. Denn Flammenblitz ist nur auf Platz Nummer 5. Aber es ist drin. Oh, damn. Okay. Jetzt wird's knackig, denn Flammenblitz wurde insgesamt 6-mal gewählt. Das bedeutet 12 Punkte auf euer Konto. Das bedeutet 186 Punkte für euch zu 189 Punkte zu Team Toon World. Also derjenige, der jetzt Platz 4 rät, hat gewonnen. Na gut. Ich glaube, was ein sehr beliebter Move ist, den man auch kennt, je nachdem, wer befragt wurde natürlich, könnte Irrlicht sein.
Ich will halt das andere, was ich im Kopf habe, nicht verraten. Ja, okay, ja, dann geh erstmal für Irrlicht. Okay. Und wir gehen darauf, dass die anderen Platz 4 nicht erraten und dann... Okay. Ja, dann gehen wir für Irrlicht. Eine Statusattacke, die keinen Schaden macht erstmal, sondern nur das Ziel verbrennt. Casuals sind wahrscheinlich nicht der größte Fan von Statusattacken, sondern die drücken einfach Damage. Irrlicht wurde nicht mehr gewählt als Flammenblitz und ist dementsprechend nicht in der Liste. Das bedeutet das zweite X für euch. Ich habe zwei Ideen, aber ich weiß nicht, mit welcher ich gehen soll. Und ich glaube, für die erste Gen ist es relativ nischig. Das andere, so zweite Gen, aber dafür bekannter. Ich gehe trotzdem nochmal auf die erste Gen und sage Feuerwirbel. Das ist in der vorherigen Runde, glaube ich, schon dafür argumentiert. Ich dachte mir schon, dass es kommen wird, weil du so gesagt hast, Flambo, Feuersturm, Blut, Gen 1. Okay, was gab es noch für eine Gen 1-Attacke? Feuerwirbel, true. War damals in Gen 1 sogar ziemlich broken, weil du, glaube ich, wirklich gar nicht angreifen konntest. Feuerwirbel auf Platz 4. Leider nicht. Von daher erstes X für Team Lecky Schlecky. Okay. Lecky Schlecky. Also eine Attacke, die mir jetzt in den Sinn kommt, die für Casuals sehr lange da ist, die jeder kennt, ist Feuerschlag. Ja, ich habe noch was anderes offensichtlich, also für mich halt offensichtliche. Ich will es jetzt auch nicht verraten, so, weil... Könnt ihr jetzt halt entscheiden, ne? Wenn ihr euch beratet, kriegt ihr vielleicht die bessere Antwort raus und könnt die Punkte holen. Oder ihr geht das Risiko, ihr holt die Punkte nicht und gebt den anderen Hinweise. Also ich würde für den Feuerschlag gehen. Und Hinweise geben ist halt jetzt ab dem Moment schwierig. Genau. Finde ich auch nicht cool. Deswegen, ja, machen wir Feuerschlag. Gibt es seit Gen 1, ist eine TM, ist ein guter Coverage-Move für viele, viele Pokémon. Dementsprechend auf jeden Fall eine Attacke, die... in den Top 5 mit dabei sein könnte, meiner Meinung nach. Meine Meinung zählt nicht, aber die Meinung von insgesamt... Nein, ist nicht dreckiger, du schäbiger, du! Ja. Ich hab grad gemerkt, damit... schon abgehärtet. Mich hat's gar nicht getroffen, Flo. Du wirst erstmal wieder 3, 4, 5 Monate nicht mehr eingeladen. Dann trifft dich das. Ja. Damit auf jeden Fall das letzte Leben von Team Toon World verwirkt. Und Lenny und Blocky können sich jetzt frei nach Schnauze beraten, haben 2 Tries noch offen, um diese eine Antwort zu finden und tatsächlich das Ding hier noch zu drehen. Am Ende ist es V-Generator. Ich habe an Flammrad gedacht, weil das war noch relativ early also in der zweiten Genesis. Flammrad, ja. Ich hatte jetzt noch Eruption im Kopf, Hitzewelle, Hitzekoller. Ja. Es gibt eigentlich noch so viele Attacken, die das sein könnten. Ich versuche auch irgendwie immer so super kompetitiv zu denken oder halt irgendwie an so krasse Attacken. Aber guck dir das an, so Glut, Flammblitz. Alles andere ist halt krass. Ja, gut, okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Flammenrad ein Ding ist, was bei Leuten im Kopf geblieben ist. Also bei mir damals ja. Aber Feuerball von Lieberlo, das könnte halt noch ein Ding sein. Du musst halt so denken, so Flo schreibt die Leute so richtig weird an auf TikTok und sagt so, ey, klick mal auf diesen gar nicht virenverseuchten Link und beantworte mal die Fragen da. Und ganz wichtig, dass hier auch deine Versicherungsnummer und deine und dass du mir deine Postbankkarte schickst und so weiter. Dann denkst du nicht an ein einzelnes Pokémon, weil du bist erstmal komplett überrascht, dass dir der echte Nestflo schreibt. Okay, wir haben ja noch 2 Guesses, ne? Wir dürfen noch 2-mal. Das heißt, ich habe noch einen, du hast noch einen. Ja. Dann behalt dir doch dein Flammenrad mal auf. Wir kleben den mal an den Kühlschrank und können jeden Tag daran vorbeigehen. Genau. Okay. Ja. Und mach du deinen jetzt... Call und dann danach gucke ich dann, ob ich... Genau, ich mache jetzt erstmal einen Call. Ich muss mich jetzt nur entscheiden. Ich gehe für Hitzekoller. Komm, ich gehe für Hitzekoller. Hitzekoller ist, wäre die stärkste Attacke, glaube ich, hier, ja, aus der Liste bisher. Immer noch schwächer als V-Generator, muss man sagen. Hitzekoller ist dementsprechend... nicht dabei. Nicht dabei. Krass, okay. Das ist das... vorletzte Leben. Jetzt. Die längsten Minuten meines Lebens. Ja. Ja. Ich gehe jetzt mit Flammrad. Komm, bevor wir das jetzt unendlich lange ziehen. Ich habe so gehofft, dass er es nicht tut. Ich trage das jetzt so lange mit mir. Wenn es jetzt das. Also, es würde mir mehr wehtun, wenn ich etwas anderes sage und es war Flammrad, als wenn es jetzt nicht tut. Ja. Und ja, ich hoffe so sehr, es ist der V-Generator. Bitte. Bin ich ein netter Moderator oder locke ich gerne auch mal Leute in die Falle? Frage an uns. Das mit der Falle, würde ich sagen. Frage ich dann beim nächsten Mal die 100 Leute. Antwort ist dann Eisenflügel. 5 Antwortmöglichkeiten. Ja, vielleicht.
Flammenrad. Signature Move von Tonupto. Yoto war fast auf Platz 1 bei der Region. Blocky, sagst du Flammenrad ist drin? Ja oder nein? Sag schnell. Nein. Ich glaub's nicht. Felix. Es ist drin, ja. Lenny sagt ja, sonst hätte er es nicht gewählt. Denden? Ich sag nein. Okay. Zwei Leute sagen nein, zwei Leute sagen ja. Was sagst du? Ich sag mal so, es haben mehr Leute als zwei ja gesagt, nämlich insgesamt 7 Leute. Flammenrad ist auf Platz 4. Gut, Junge! Und von daher was? 14 no Punkte. Oh, bin ich glücklich, dass ich das getan habe. Damit hab ich Gott, ich auch nicht. Und da sieht man wieder, dass man in diesem Format mit nichts rechnen darf, Alter. Es ist so schrecklich. Damit haben wir ein Endergebnis. Es sind 200 Punkte für Team Lecky Schlecky noch geworden. Und in aller, wirklich allerletzter Sekunde überholen sie Team Toon World. Man kann aber sagen, Dennis und Belex hier auf jeden Fall super, super strong unterwegs gewesen. Voll. Sehr knappes Ding am Ende noch. Gerade mit Flammenrad. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr natürlich ein Däumchen nach oben geben. Fun Fact natürlich zur allerletzten Runde. Feuerschlag wurde ja gewählt von euch. Mhm. Obwohl Azugladis ein Pokémon ist, wurde es einmal mehr genannt als die Attacke Feuerschlag. Digga. Ja, ich kann dieses... Sag ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.